schneiden. Ist hier sofort geile Sachen hier drin. Was denn? Die Anzeige mit dem Turbolader gefällt mir. Wie schnell bist du insgesamt schon im Auto gefahren? Ich denke, so straßenzugelassene Autos. Auch nicht straßenzugelassen. Ja, ich denke, meine Autos sind schon schnell. Nee, Topspeed. Nee, wir fahren jetzt kein Topspeed. Nein. Aber was bist du schon mal gefahren? Mit dir 330 in deinem R8, falls ich dran erinnerst. What? Ich habe ein bisschen Angst. Brauchst du nicht. Boah, du weißt, ich bin echt schlechter Beifahrer. Bist du gar nicht. Ich wollte mit dir zusammen 100-200 messen. Oh. Weil wir, da sind wir ja wirklich zwei Schwere jetzt im Auto. Und 0-100. Wie viel PS hat sowas? 700 PS und 750 Newtonmeter. Serie. Serienmäßig. Wie viel? 750 Newtonmeter, 700 PS? Ja. Auf dem PDK ist das, glaube ich, bei Porsche. Nur aufs Heck. Ja. 100, 200. Ich bin gespannt, was du tippst. Mit uns beiden drin, um die 5 Sekunden. Mhm. Denke ich auch. 5,2, 5,3, wenn es gut. Wenn es gut läuft. Genau. Aber ich glaube, das ist schwer. Und 0,100. Aber ich weiß nicht, wie die auch verfahren wir mit Traktionskontrollen. Ja, ja. Also du trittst einfach aufs Gas und sagst, du machst hier. Ich glaube, ja. Alles beim Mann. Aber du wirst gleich merken, was das Thema nämlich hier ist. Wenn wir nämlich gleich Gas geben, Marco, dann das Ding, wir schreien gerade im ersten Gang raus. Ja? Und die Traktionskontrolle wird nicht einmal ringen. Bei 750 Newtonmeter. Weil die Elektronik das so gut abgestimmt ist oder weil der mechanische Grip ist so hoch. 325, ne? Und deswegen wollte ich dich abholen, weil du bist genauso ein turbobegeisterter Automensch. Und das Auto ist wirklich nur Heck angetrieben, Marco. Da vorne wird nichts angetrieben. Und wenn wir gleich beschleunigen, dann wirst du nicht verstehen, wie das geht. Guck mal, wir fahren jetzt 30, okay? Das ist keine mehr. Also. Aber du spürst, die Traktionskontrolle regelt nicht. Die Traktionskontrolle regelt nicht. Nee, aber Reifen waren jetzt kalt. Boah, Junge, packt aber auch schön zu, so, ne? Das ist aus dem Laden. Der Auspuff aus dem Laden. Hier ist nichts getuned. Das ist ein sehr mächtiges Auto. Was mir auffällt, wenn wir an die Ampel ranfahren oder wenn wir ans Stehen kommen, dreht denn hier die VTGs auf oder warum wird verändert? Nee, ist der Auspuff. Guck mal jetzt. Auto aus dem Geschäft, das kennen wir nicht. Da ist keine Software. Nichts. Nicht wirklich. Nichts haben wir das? Nichts. Also so kauft ein Porsche-Fahrer das. Exakt. Junge, hier ist richtig Party. Hier ist richtig Musik. Wenn du jetzt schon mal vor, da gehst du noch an so einen komischen silbernen Kasten dran. Ich habe gesagt, ich würde das nicht tun. Weil ich glaube, die Harmonie machst du kaputt. Die Jungs haben es ja perfekt darauf abgestimmt, Reifengröße zur Getriebeübersetzung, zur Schaltverhältnisse, dass das halt alles perfekt harmoniert. Wenn du jetzt anfängst und schraubst den Boost rein und gibst ihm Sprit, dann fängt er an, Schlupf zu kriegen, bei Schlupf aber weniger Vortrieb, langsam, also kann er sogar langsamer werden. Dann wird die Kurvenfahrt schlechter, alles wird schlechter. Aber warum macht man einen GT2S und warum gibt es ein Allrad dann nochmal? Nee, gibt ja kein Allrad. Aber es gibt ja noch ein Porsche Turbo Allrad. Ja, Turbo. Aber zwischen dem Turbo und GT2S, da sind Unterschiede. Der GT3 ist ja ein reiner Sauger. Exakt. Das kommt ja durch die Klassements. Also ein GT3-Fahrzeug, ein GT2-Fahrzeug. Wir als Nicht-Porsche-Fahrer, wofür steht es GT? Ist das Tourismus. Genau, das ist quasi, also mehr so das Rennstreckenauto soll das sein. Langstreckenauto. Hier ist auch viel Hightech-Zeug drin, ne? Hier ist wirklich Hightech. Also kein Scheiß, Marco. Also das ist hier Hightech-Party. Oh, Sound gut, ne? Alles komplett Serie? Komplett. Könnte mir gefallen. Das kann auch alles, ne? Ja. Ich finde auch fahrwerkstechnisch nicht schwer zu stellen. Also es fühlt sich nicht an wie in so einem Pups-Auto, weißt du? Ja, und Optik kickt, ne? Warte. Optik kickt. Ein Raumschiff. Hast du schon 100, 200 gemessen? Nee, noch nicht. Mit dir ist erstmal eins. Also du hast wirklich noch nicht gemessen? Nein. Das Problem ist, du bist so schwer. Und da braucht man ein bisschen eine Schippe drehen, Moment. Und 6 Sekunden wäre schnell. Wahnsinn. Wäre es auch. 6,74, das schnellste Auto auf der Nordschleife. Der ist 88 Sekunden nur langsamer als ein Evo. Der 919 Evo, diese Superrunde. Digga, wir haben hier ein Radio, ein Navigationsgerät. Wo geht's lang? Wo ist der Weg? Ich habe ein Auto. Ja, ich bin nicht viel langsamer. Ja,
bergauf, Marco. Ja, das war leicht bergauf. Ich hab noch gedacht, warum wartet er nicht noch? 5,6 verdammte Sekunden zu zweit. Und wir sind beide wirklich keine... Jetzt haben wir dann gerade. Obwohl, geht auch leicht. Ich sage dir... Nee, 0,5 bist du nicht. Also bei meinen Autos sind so 0,4. Vertue dich nicht. Überleg mal, wenn der unter 5 Sekunden schafft, aus dem Laden. Aber das war jetzt zweimal und jetzt geht es auf jeden Fall bergauf. Sound. Nein. Leistung. Ich würde vielleicht mal versuchen. Also ich würde auf jeden Fall mal einstecken. Aber denkst du nicht auch, dass du es schlechter machen würdest? Ich vermute, um den 0-100-Wert ganz klar ja, weil ich glaube, wenn jetzt... Ja, aber auch so Kurve und Drehung in Kurve ist so geil. Also, ich schwöre dir, besitzt du jemand dieses Auto? Ich wette, du gehst ans Steuergerät. Ich wette. Schwierig. Aber geiles Ding. Ich bin echt gespannt, was er aus dem Stehen gleich macht. Ich auch. Aber so zweite Gang, wenn er reinfemmst. Nein, schon. Also perfekt dann. Dreimal, viermal hintereinander habe ich es jetzt gerade gesehen, immer 5,5, 5,6.
immer wieder. Das heißt, ich fahre hier im Eco-Mode und du hast die Klima nicht ausgemacht. Ich hätte vielleicht noch vorsichtig mal die Klima ausgedreht. Ja, aber alleine Klima aus und 10 Grad, 15 Grad kältere Ansaugtemperatur. Ich behaupte, das Auto kann 4,9. Auf jeden Fall 4,9, ja, behaupte ich auch. Da gebe ich recht. Und das von der Stange, ne? Wo wir jung waren, wo wir angefangen haben mit sowas, musste man finden, der 4,9 war gar nicht vorstellbar. Nee. War wirklich nicht vorstellbar. 5, heute noch gesprochen, Autos unter 10 Sekunden sind wirklich schnelle Autos. 102. Ja, genau. Ja, das sind, das sind heute immer noch schnelle Autos, für mich. Aber was man damals in Bewegung setzen musste, um solche Zeiten überhaupt auf die Kette zu kriegen, das war der Killer. Und jetzt gehst du in den Laden, kaufst das und es ist ja nicht irgendwie doof, es ist ja perfekt. Langweilig ist es ja auch nicht. Nee, da geht schon eine Party ab hier. Ist auch stark klar. Jetzt haben wir es warm, bin ich gespannt. Das gibt's nicht. 2,8 Sekunden, Herr Degenhardt. 2,8 verdammte Sekunden. Zu zweit. Hätte ich nicht gedacht. Aber spürst du auch, was hier passiert? Ja, der zieht hält den Essen, ne? Wie so eine schleifende Kupplung. Er sagt sich, okay, wir haben Schlupf. Nein, Kupplung noch nicht ganz loslassen. Ja, wirklich. Richtig krasses Gefühl. Krass, direkt. 3 Sekunden. Da hat er auch irgendwas gemacht. Da war irgendwas am Reifen, glaube ich. Du gibst es ihm an, ne? Porsche. Perfekt. 2,76 Sekunden. Boah, Wahnsinn, Alter. Und wir machen das immer hintereinander, Marco, ne? Ja, da hinten ist warm gerade. Immer hintereinander. Und es juckt ihn ja nicht die Bohne. Ich glaube, ich würde doch nicht mal nicht so vergehen. Weil ich glaube, alles, wenn da einer. Immer wieder. Das hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte so gesagt, so 3-1, boah, 2-7, Alter. Heck, zu zweit. Und wenn sie so warm wird, wie ich jetzt rausschmeiß. Ist mega, oder nicht? Das ist schon unfassbar. Aber für mich ist gerade viel geiler zu spüren, was das Auto macht, weil ich weiß, was du machst. Alles geil. Das Auto, das alles machen mit dem Auto. Ist auch so. Das hätte ich nicht gedacht. Also 2,7 nicht, hätte ich nicht gedacht. Aber du fühlst, wenn du wirklich, also ich bin du genauso, du bist mittendrin und man spürt, Traktion sitzt, Getriebe arbeitet gerade perfekt. Ja, und dann denkst du so, okay, den ersten hat er gut gemacht und dann kenne ich es vom Viertelmeilenrennen früher oder vom Fahren, jetzt muss die 2 sitzen. Dann hörst du das hier. Hey! Boom. 2. Und dann nicht nur, der setzt die 2 an, sondern die 2 sitzt perfekt ohne Schlupf. Haut ohne die, Übergang. Ohne Übergang, 2 und weiter Beschleunigung. Und dann zack, 100. Das ist schnell. Das ist richtig fucking schnell. Und ich kaufe das einfach. Weißt du, man kann es einfach kaufen. Ja. Ne? So Marco, jetzt haben wir dieses Video, oh, diese beiden Videos, diese 3 Videos sind ellenlang geworden. Jetzt musst du Tschüss sagen. Ciao. Tschüss. Schon Tschüss gesagt, aber wir sagen gerne nochmal Tschüss. Achso, ihr habt schon gesagt, okay. Oh, ja. Guck mal, wir steigen mal eben aus. Sag mal bitte ein Fazit. Ein Satz. Porno, das ist Killer, ist wirklich, geht nicht geiler. Also ich habe mich zweimal wo ich gesagt habe, nee, mach da nicht und das ist echt fies. Wir haben 100 gemacht und 100, 200 gemacht. Okay. Und beide Male sogar meine im Kopf Zahlen unterboten. Was? Und wir waren zu zweit. Und wenn, alleine muss man sich nicht vormachen. Einfach gefahren, ne? Wenn ich alleine gewesen wäre, wäre das ja noch mal besser gewesen. Aber der schafft ja sogar noch besser, als ich dachte, zu zweit. Vielleicht war ich gute Traktion. Das ist doch ein. Aber ich vertraue dem Reifen doch mehr. Nee, wir sind 0,100, 2,7. Wahnsinn.
Und 100, 200, 5 und 4 mal hintereinander. Junge, ich habe gedacht, der hat ihn so hart rangenommen. 4 mal, 5 mal hintereinander, 0, 100 und immer wieder unter 3 Sekunden und 100, 200, 4 mal hintereinander und immer deutlich unter 6 Sekunden. Das gibt's doch nicht. Das einfach so, ne? Und dann, jetzt steht er hier. Kein Lüfter an, kein gar nichts. Einfach, das ist... Wir durften euch die Endstufe zeigen. Tschüss.